Servus, die Maul, und grüß euch, die Buben. Ja, ich bin heute wieder mal ein bisschen unterwegs, durchs Dickicht zu stöbern. Wir haben im Augenblick 0 Grad, jetzt wird es ja hoffentlich bald wärmer, und ja, will man es einfach nur gemütlich machen. Und in dem Sinn schauen wir mal, was auf uns zukommt. Ja, aber ab heute nur wieder die kleine Actioncam dabei. Das sollte eigentlich reichen. Ja, jetzt gehen wir einfach mal drauf los. Wie man sehen kann, hier liegt auch noch etwas Schnee. Ja, kühl ist es auch. Ja, schauen wir einfach mal. Ja, wir haben noch nach einem schönen Plätzchen umschauen. Habe auch heute den Hobo dabei. Ja, machen wir eine Kleinigkeit zum Essen und ein Käfchen. Schauen wir, da werden wir sicher bald was finden, was Interessantes. Das ist eigentlich schön trocken. Das ist super. Nichts nehmen, was am Boden liegt. Es hängt genug in den Ästen, das schon abgestorben ist und hängen geblieben ist. Ja, ich habe mir ein kleines Holz hergerichtet. Es gibt halt wieder so eine kleine Tütensuppe. Werden wir das Ganze wieder entzünden mit so einem Kiefernharz vom Andi. Dann mal schauen, ob wir das Ganze da ein bisschen mit dem Feuerstahl zum Starten bringen. Oder nicht. Gewusst wie, dann geht's. Wasser drauf ist super. Ja, Wasser kocht. Gleich drüber. So. Ja, jetzt gibt's mal was Warmes. Mahlzeit, Freunde. Ja, super, ist fertig. Ein bisschen Schnee rein, dann werden wir gleich quasi auswaschen. Ja, schaut das schon super aus. So, und jetzt gibt es noch ein, richtig, ein Käfchen. Käfchen ist fertig. Immer werdender Gruß einmal an meine Krankensesseln. Immer baldige Besserung, Freunde. Und natürlich auch an alle anderen. In dem Sinn, Kopf hoch, Prost. Ja, es wird leicht kühl. Aber das Käfchen wärmt jetzt. Die Suppe war auch super. Also super war super, ja, fast, klingt gut. Was?
Auf alle Fälle riecht es hier schon extrem nach Bärlauch. Strahlen hier schon einen Duft aus. Bah, ich freue mich schon drauf. Ja, Freunde, das war's von der Tour. Ich bin mit dem Auto bei der Droschke angekommen. Ich sage wie immer, danke fürs Zuschauen, danke fürs Mitlaufen. Wünsche euch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Und sage noch Servus, die Malung. Viert euch, die Buben.